Target acquired.
Und jetzt? Ah, jetzt hört ihr mich. Yeah. Wie passt vom Soundspiel und meine Stimme? Passt soweit, oder? Okay, und die Mischung von Stimme und Sound passt? Und so muss ein Chat abgehen, man. Hier ist Support ohne Ende. Yeah. Was? Background ist zu laut? Wieso bist du der einzige Kai? Ja, ich habe keine singende Stimme. wer hat die schon von uns? Gell, Kai, was ist da los, Mann? Hi, die Blechle. Also, da es ja vorhin nicht so ganz geklappt hat, also heute im Programm haben wir auf jeden Fall ein First to Ten in Tekken Tag 2. Die Jungs sind auch online. Werde ich nachher mehr dazu verfahren. Außerdem, wir wissen ja, dieses Wochenende haben wir Red Fight District in Amsterdam. Da kommen die krassen Leute hin für Tekken Tag. Also wer Tekken spielt, den nicht kennt, den tut es mir leider, schon was verpasst. Chris G kommt, der unangefochtene Marvel King auf jeden Fall. Also im Moment gibt es keinen, meiner Meinung nach, der Chris G besiegen kann. Und wir haben nächsten Monat auch das nächste Neutron Cinemasters Turnier mit Injustice. Nach einem Jahr Abstinenz als Street Fighter Cross Tekken sind wir wieder am Start mit Cinemasters. Dazu kommt jetzt gleich erstmal der Trailer. Muss ich ganz, ganz kurz erstmal gucken. Und dazu muss ich erstmal den Spielsound wegkriegen. Sonst hört ihr gar nicht, was bei dem Trailer abgeht, ne Männchen. Ich werde den PlayStation nehmen. So, Lille, dann gucken wir uns doch mal den Injustice-Trailer an hier. Wo habe ich den denn? Ich hoffe, ihr habt den schon alle gesehen, falls nicht. Ich finde ihn echt cool. Ich habe gerade gelesen, es gab keinen Sound. Sorry, guys.
Auf jeden Fall. So, genug von Injustice hier. Dann gucke ich mal, wo sind die Jungs heute? Auf jeden Fall haben wir heute ein ziemlich krasses Match mit Venom. Er behauptet von sich, er ist die beste Asuka in ganz Deutschland. Ich habe gegen ihn gespielt und ich glaube ihm das. Und als zweiten haben wir ein Tekken-Treffen, der sich Shax. Hier im PSN heißt er Inspector Frame. Auch schon gegen gespielt, also ich denke, das kann sehr lustig werden heute. Ja, ihr wisst ja, wie es bei Tekken dauert, immer ewig, bis man zocken kann. Ja, das sind Online-Matches. Also ich spiele nicht mit. Ich hocke nur in der Lobby rum und stream das Ganze. Nee, die hocken nicht bei mir. Also Venom, der kommt aus Berlin. Ich hoffe, die Jungs sind ready. Ich habe ihnen gesagt, es geht spätestens um 9 los. Das wäre ja lustig, wenn die jetzt herkommen und bei mir rumchillen, ey. So groß ist meine Wohnung leider auch nicht. So, machen wir mal die Sitzung auf hier. So. So, Invite ist raus. Kann sich bei Tekken nur um Stunden handeln, bis es losgeht. Oh ja, dann flanke ich mir mal zurück, bis die Leute da sind. Habt ihr sonst noch irgendwas zu bemängeln? Ich glaube, an sich passt die Quali jetzt. Ich sag alles 480p. Aber wird noch besser, sobald meine Leitung schneller ist. Ist schon in Arbeit. Ja, das habe ich auch oft. Was bei mir hilft, ist einfach mal Konsole runterfahren. So, Inspector Frame ist da. Also Venom ist ja auch gleich da. Ah, Venom ist um 9:15 da, okay. Ja, dann gucken wir mal, hast du noch jemanden, den du einladen willst? Achso, hört er gerade mit? Weiß ich gar nicht. Ich guck mal. Damit wir euch so lange belustigen können. Ja, 1A passt. Ja, immer diese unplanmäßigen Verzögerungen.
Ich kann nämlich... Ich empfehle es nicht, dass ich jetzt noch nebenher zocke. Solange meine Leitung noch nicht auf 50k gepusht ist. Ja, okay, komm, dann zocken wir so. Aber ich garantiere euch, es wird auf jeden Fall schon mal laggen. Und ich bin auf jeden Fall nicht so gut wie Venom, das sage ich gleich. Da muss ich kurz mal meinen Stick holen, Leute. Was ich auch beobachtet habe in letzter Zeit, dass immer mehr... Ja, ich bin gleich da. Dass immer mehr Leute auf Stick umsteigen bei Tekken, was mich wirklich überrascht, weil ich eigentlich Tekken an sich mit dem Pad sehr gut zu spielen finde. Und ich meiner Meinung nach braucht man da wirklich keinen Stick, finde ich. Für mich ist es halt ungewohnt, ich kann nur noch mit Stick spielen. Oh, ich hole mal kurz meinen Stick. Also ich kann für Tekken wirklich nur den Hori Fighting Edge empfehlen, also meiner Meinung nach für Tekken wirklich der beste Stick. Natürlich, als wenn man koreanische Sticks gewöhnt ist, kann man die den Boardtop entfernen und einen anderen Stick drauf machen, aber ich finde ihn sehr gut. PS3 Rennen. Ich hab schon ewig kein Tech mehr auf die Kopf gespielt, weil da ist die Competition so low. Also auf der Xbox halt jetzt mit meinem Bruder gezockt, online kurz. Ich hab den als Hardcore gespielt und irgendwie 16:0 oder so. Das hätte ich auf der PlayStation niemals geschafft. Get ready for the next battle. Nee, nicht das Kabelfach, Venny. Das, das hat seine Vorteile hier. Habe ich schon oft für andere Sachen missbraucht. Round 1. Fight! Okay.
Was soll ich machen? Ich habe Lags hier. Ready for the next battle. Ja,
ja. Wenigstens könnt ihr dann hören, wie ich rage, weil dafür bin ich ja so berühmt, dass ich so abgefuckt rage. Round 1. Ist das auch nicht, dass ihr erschuckt, oder? Übrigens ist mir heute auch noch mein Pokémon-Karte ausgefallen, das kommt zum Netto. Wir hatten irgendwie 3 Stunden vor, jetzt kommt das Video, muss jetzt nach Hause. Get ready for the next battle! Samaru, Dorijo! Fuyamu Mamonoku Shini! Round 1. Fight! Alter.
KO. Round two. Fight. Dann, dass hier hier, wie ich hier die ganze Zeit verprügelt werde, oder? Ist doch scheiße. Rage! Yeah.
Er hat keine Ahnung, wo der ist. Also er sagt, er ist müde. Get ready for the next battle. Er hat gesagt, er ist müde und hat dann kurzfristig abgesagt und jetzt hocke ich hier halt alleine da. Was soll ich machen? Was ganz Neues. Ansonsten wäre es ja halt einfach viel amüsanter, weil dann auch einer da war, dass sie werden nicht mit dem Spiel Zeit. K.O.
ist ganz wichtig, immer gegen verschiedene Leute spielen. Weil, so wie er, dass er jetzt wartet auf den... hier beim nach dem Aufspielen. Get ready for the next battle. Round one. Fight! Alter. Venom ist da. So, jetzt habt ihr endlich genug von meinen Riesen Skills, die noch zu viel waren vom Monat. Yo! Haben wir einmal Inspector Frame aka Shax gegen Venom. Kurz, ob die Jungs sich vielleicht noch aufwärmen wollen, ein Match, sich an die Verbindung gewöhnen. Venom will nicht, Venom will gleich loslegen. Benny, das kannst du gerade eh nicht ernst nehmen, gerade mit dem Lexer. Das war, also ich weiß nicht, wie es bei euch aussah, aber für mich war das teilweise echt gut.
Und ich hab sie auch nur gemacht, weil Werner noch nicht da war. Get ready for the next battle. So. Dann haben wir links Venom. Only I have the power to change fate. Priamu Mamonoku Shini! Round one. Fight! Kein Problem, ich kann auch das Mikro näher nehmen. So, erste Runde hat Chess gewonnen. Nein, war noch nicht geschenkt gewesen. Ich kann auch beim GameStar noch ein bisschen runterdrehen. Momentchen. Auf jeden Fall zweite Runde hat Chats aufgeholt. Uiuiui. Ich muss mich immer konzentrieren, was geht ab? So ist okay. Okay. Auf jeden Fall, heieiei, man geht nie ab. Combo gedroppt. Und an der Wand. Für mich auch besser interessant war, als ich gegen Chess gespielt habe, den Unterschied, nicht man eigentlich Karuya spielen kann, weil gegen Funky Button muss ich auf ganz andere Sachen konzentrieren als gegen Chess. Schön. Wobei ich hier wohl auf Tackle zurückgegangen wäre.
Ja, somit führt Shax 1:0. Für den Fall, dass ich das nächste Mal wieder keinen Co-Kommentator habe, werde ich mal wohl, ja, vielleicht eine Skype-Konferenz oder so. Get ready for the next battle. Oh, ich glaube, Skype zieht zu viel Leistung, muss man wahrscheinlich TeamSpeak oder sowas benutzen. Oder das nächste Mal frage ich einfach den Venny, weil der, wenn der ja sagt, der ist zuverlässig. Oder Malaka. Wenn ich mit meinem Rechner hole. Ich freue mich schon so, von denen aufs Maul zu bekommen, ey. Ja. Da ist recht, Manny. Oh, konzentrieren wir uns mal, weil hier sieht es gerade so aus, doch Venom die erste Runde holt. Shax ist noch rausgekommen mit seinem Kazuya. Hat viel Raptor, dass er hier wieder recovern kann. Eieiei. Oh. Schön. Ja? Also das ist doch Warm-Up. Ich hab nicht so ganz gecheckt. Das ist halt, wie gesagt, das ist echt blöd alleine. Muss ich auf Stream, auf den Chat und auf die Ergebnisse konzentrieren. Und als Mann, ihr wisst ja alle, wir sind nicht multitaskingfähig, oder? Ja, deswegen habe ich ja euren den Chat, Mann, damit ihr mir hier helfen, wenn irgendwas schief gehen sollte. Ja, die Frames sind auch sehr stabil, so wie ich sehe, seitdem ich nicht mehr zocke. Zweite Runde. Und wow. Sehr schöne Kombo, auch wenn es kein Electric war. Ich muss auf jeden Fall mehr in nächster Zeit mit Shax spielen, damit er mir ein paar Sachen mit Kayachi zeigt.
Ja, das mit dem Klarkommen auf die Weiber, das Problem habe ich auch, Donny. Und da habe ich auch letztens mit MMM drüber geredet. Der Bruder von GME. Und er sagte zu mir, du musst eine Tussi selber spielen, erst dann weißt du, was denn, wie man gegen eine Tussi spielt. Aber ich habe eigentlich gesagt, keinen Bock auf eine Tussi, Mann, weil... Heihachi ist eh für mich der coolste und Bob macht mir auch so Bock. Vor allem wüsste ich nicht welche, solche Tina oder Leo oder keine Ahnung. Ja, June ist auch hart. Ja. Ja, die Combo Gin und Juice ist auch sehr beliebt, wie ich mittlerweile gesehen habe. In Amerika hat doch vor kurzem erst einer irgendwann von mir gewonnen, was größer ist. Mit Gin und June. Ich glaube, der hat im Finale sogar fett auseinandergenommen. Ja, Gin und June. Checkt jetzt in der Corner noch. Ja. Ah. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Tag Rush benutzt hätte bei so viel Red Life und in so einer Situation. Puh. So, ich rate jetzt einfach mal, dass Venom gleich rechts sein wird. Get ready for the next battle. Jupp, er ist rechts. Round 1. Fight! Jetzt darf ich einfach, ja. Ah, oh, sein Drahtruf habe ich gestern auch gesehen. Der ist hart. Jetzt mit Rage drin. Venom bleibt trotzdem aggressiv. Oh, jetzt ist Rage auch schon weg. Oh. Genau das, weil ich halt nicht gefragt, ob man den suchen kann. K.O. Round 2. Fight! Nee, jeder spielt mit seinen Chars. Also hier nichts random. Hier werden man die Leute gewinnen. Man doch posen mit ihren Skills. Ja.
Und der Knockdown und... Ja. Sehr schön. Wird echt dominiert, die sind schon länger. Der Crash. Diese Pussy hat Moves, ey. Wenn man die nicht kennt, hat man echt verloren, ey. Aber sicher bei den meisten Chars, wenn man die nicht kennt. Wobei ich finde, was ohne wird sein Opfer ist. Vielleicht weiß ich nicht besser, weil ich nie einen guten gesehen habe, aber ich habe mir den angeguckt, ist eigentlich ziemlich random, also was finde ich. Ich gucke auch, dass ich nicht bis am, dass ich am Wochenende ein kleines Video vom Redfield District mache. Round 1. Ein kleines Interview mit mir, nur zeigen, wie es da abging. Ich habe aber auch einen Zehn-Vorteil mit den zwei Händen. Ich bin nicht ganz sicher, aber kommt mir so vor.
hätte ich Tag Match genommen. Ah, vielleicht bin ich auch zu unerfahren, der wollte was anderes machen. Wenn ich mir Dragunov angucke, ich finde eigentlich auch, dass er ziemlich krass ist, ey. Dieser Dragunov und diese Anna. Wobei für mich mein Hasscharakter ist, ich bin mir nicht sicher, ob es Law oder Paul ist, aber das sind so meine Hasscharaktere. Also für die nächsten Mal, mal Lacker, wenn du dienstags Zeit hast, sag Bescheid. Get ready for the next battle. Oops. Round one. Fight. Okay, wenn schönes Wetter ist, komm vorbei. Sieht der aus wie Misa Misa aus gegangen. Na, nur noch blond, dann wär's Misa Misa. Ey Mann, jedes Mal, wenn ich den Rock angucke, ich denke jedes Mal, ich kann drunter gucken. Also den von der Super jetzt. Oh, man kann drunter gucken. Ich hab blau gesehen. Yeah.
du nachher die südlichen Stomo an. Round 4. Fight! Außer Amazon, also was für ein Stick willst du? Das ist erstmal die Frage. Willst du was Hochwertiges, was richtig brutal ist? Ja, Freilinings, die haben immer nur ab und zu mal. Kanbaku 4 willst du? Kanbaku 4. Also den, ich kann dir einen Hongkong-Shop empfehlen, der liefert mittlerweile versandkostenfrei nach Deutschland. Nur dafür brauchst du halt natürlich entweder Kreditkarte oder so. Spielegrotte. Weiß nicht, irgendjemand in Deutschland vertreibt Canvas. Ich weiß, irgendjemand hier vertreibt ihn. Und ich weiß gerade nicht mehr auswendig, wer das war. Aber ich kann die anbieten, add mich auf PSN. Schreib mir das nochmal, hey, wo krieg ich ein Kamba her? Und dann check ich das dir ab, Mann. Mein PSN-ID kannst du hier sehen oder auf Tekken-Treffen ist auch drauf. Und dann schmeiß ich mich nochmal schlau, weil ich bin mir sicher, irgendjemand in Deutschland hat dich vertrieben. Und dann guck ich nochmal. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Aber du hast ihn doch am Ende trotzdem gehabt, oder nicht? Natürlich hast du ihn gehabt, ich hab dich doch in den Zocken gesehen. Ja, das ist halt der scheiß Zoll hier in Deutschland, also. Die machen natürlich auch nur ihren Job, so wie jeder andere. Aber manche ist halt echt. Aber was willst du machen? Nachher ist es halt irgendwas anderes, als was da drauf steht. Und dann kann sein, dass irgendein Scheiß importiert wurde, was hier in diesem Land nichts zu suchen hat. 2 Monate. What the fuck? My fate, whatever it may be. Round one. Fight. 2 Monate ist heftig, also. Ja, damals hast du einen Stick aus Hongkong bekommen, da ging in Deutschland, Europa nix. Ich glaube, die einzigen Dinger, was du hier bekommen hast, waren diese Saulabi-Teile und damit wollte ja von uns keiner zocken. Die mit Hori und Namco und ASCII verwöhnt damals. Aber das mit 2 Monaten im Zoll habe ich echt noch nie gehört. Ja, aber die hast du auch nicht in jeden Laden bekommen. Ja. Also Namco Stick nicht, den Dreamcast Stick ab und zu in den größeren Läden wie hey, damals gab es gar nicht mal Mega Matten. Okay. Der war gut. Hey, habe ich jetzt eigentlich irgendwas mit dem Punktestand verpasst? Ich glaube ja, es steht 2-2, oder nicht? Wir schwätzen hier zu viel. Ha ha ha!
round three. Fight! Also ganz ehrlich, ich hatte nie Probleme im Zoll. Das einzige, was mal war, das war mein... Was, Tekken 5 oder Tekken 6? Ich muss jetzt überlegen. Ein von meinen Tekkens damals hat es im Zoll gehangen, aber bin ich eigentlich, die haben mir einen Tag später geschrieben gleich, hey, und dann habe ich es abgerufen, fertig. Was, sie wollten es dir nicht rausgeben, weil es nicht auf der Liste von initiierten Spielen war? Hä? Oder weil es auf der Liste war? Hä? Das ist nicht so Schwachsinn. Alter, in zwei, da mach ich was mit, ey. Ja, willkommen in den Bürokratenländern. Ja, Marisuka hat auch einen Kanba. Die hat mir auch damals mal gesagt, wo er den her hat, aber das war irgendjemand, der hat eine Massenbestellung gemacht. Und der hat irgendwie Connections mit Kanba. Aber ich weiß, die kann man noch irgendwo besorgen, aber ich muss die nicht so. Das ist auch eine gute Taktik, Mann. Hey, was geht hier ab? Sechs holt es. Fünf gemerkt und geht dann mit gleich 3-2 in Führung, wenn es so weitergeht. Es werden nochmal seine Flipper draußen mit Rage. Oh, und der Schiff. Downforward 4. Drauf Downforward 2, sorry. Oh, ja. Ich hab zusammen einen Tag, okay. Ich auch nicht. Ja, okay, mit Fist of the North hätte es wahrscheinlich nicht gepunktet, wenn sie die FSK von den Videos und irgendwas gesehen hätten. Videos, DVDs. Zwei viel genommen. Das ist wie Street Fighter. Get ready for the next battle. Round one. Fight! Spambot kicken. Ja.
Auch eine nice Idee. Ja, aber wenn ich liebe, würde eher Iron Fist passen. Fängt jetzt hier an aufzuräumen, hä? Okay, die Jungs sagen, es geht wieder. Okay. Ja gut, ich glaube nicht, dass Leute, die DC Comics lesen, unbedingt Marvel Comics hassen, also... Natürlich gibt es den einen oder anderen, der verrückt nach Batman ist oder so, aber ja. Get ready for the next battle. Also ich sag ganz ehrlich, ich finde Batman cool und ich finde auch Iron Man cool zum Beispiel. Spider-Man finde ich auch cool, wobei ich die Filme jetzt nicht so besonders doll finde. Round 1. Fight! Boah, ich hab was Falsches gemacht. Ich hab Checks gewonnen. Nee. Ja, Amalgam habe ich auch ein paar, die mir dabei. Yeah.
schon den neuen Dr. Octopus gesehen, denn der kann gar nicht mehr laufen und ist in so einem Metallkokon als Roboter. Ziemlich nice, man. Also da gibt's ja von Marvel gerade diese Reihe mit, wo sie irgendwie eine Reihe als Buch veröffentlichen. Und da ist irgendwie Amazing Spider-Man mit den Avengers gegen Dr. Octopus und die Sinister Six. Und der Fetch More geholt. Und Spider-Man hat sich selbst so einen Anzug gebaut wie Iron Man ungefähr. Ja, geht übel ab, ey. Ich bin gerade in der Mitte und das ist echt nice. Noch immer wieder der Comic-Stil, so Hammer. So, was geht hier ab? 1-1? Also ich habe vor 10 Jahren mal Red Spider-Man gelesen und das war irgendwie ein Klon vom normalen Spider-Man. Was? Ein Latino-Spider? Wo kommt der denn her? Aus dem Amazonas und wurde da von der Tarantel gebissen oder was? Ja, ganz ehrlich, Asrael, welcher Held außer Blade war denn jetzt Schwarzmann? Weil Blade ja auch nicht wirklich ein Held ist. Ja, die Venom räumt hier echt auf, Mann. Ja, Storm, ja. Aber Storm ist eine Frau. Vergiss das nicht. Get ready for the next battle. Captain Harlem Shaker. Der ist gut. Round 1. Fight. Eine meiner favorite stages. Checks klar ein Vorteil, aber ja, Venom Sasuka darf man nicht unterschätzen. Ein Fehler und kriegst aufs Maul. Ja, wie ich gesagt habe. Und schon hat sich das Blatt gewendet. Ja, Shax hatte zwar Rage, aber ein Fehler von ihm wäre weg gewesen. Ja.
Und er haut trotzdem noch. Huiuiui. Round 2. Fight! Mit Rage, das tut weh. Sehr schön. Eieiei, die Drago noch Wall Pressure an. Mann, das ist echt so ein Challenge, den ich mir auch gerne mal angucken würde. Es sind so viele Charaktere, die ich können will, es ist so viel Arbeit. Ich kann nicht mal die zwei, die ich ins Main spiele, so gut, dass ich sagen würde, ich muss da nicht mehr üben. Guck auf den Stand, ich glaube 5:2, oder? Yep, 5:2. Schöne Luke Perry Combo, echt. Schön. Shax verkürzt auf 5:3. Drumpedal basteln. Get ready for the next battle. Round 1. Fight!
hast das? Oh. Ich weiß nicht, ob das gut sein könnte, aber ich vermute es mal. Oh, das ist mit Rage. Round 2. Was? Wer schreibt sich mit Frau? Toni mit Y würde bloß. Achso, Toni mit V würde blöd aussehen. Von weitem sah es aus wie ein Y anstatt ein V und dachte ich gerade so, hä? Toni mit Y wird blöd aussehen, hä? Aber ich habe einen Fehler gemacht. So. Wenn noch für 2-0 in dem Match. Holt noch die ganz miesen Tricks raus. Hier steht 6-3 für Venom. Gerade eben June gespielt. Get ready for the next battle. Dann kriegst du nochmal June. Können wir gern anderes mal machen, Asrael, aber ich glaube, die nehmen es schon ein bisschen serious hier, was die machen.
sonst würde Shax nicht Dragunov und Anna spielen. Wobei bei der Stage kann es echt störend sein, die scheiß Sonne lang spielen. Gerade du als der sehr gerne Jin spielt, würdest du echt Jun angucken als zweiten Char. Okay, aber diesmal hat Shax gut Redlight übrig. Natürlich wieder zum Checkers-Druck bei uns. Ja, Marvel ist auch ein hartes Spiel. Ich muss sagen, Tekken macht mir wirklich mehr Spaß. Und das war jetzt gerade so eine Stelle, da hat die Sonne geblendet. Aber heftig. Sieben zu 3. Das ist noch nicht vorbei. Shax kann es immer noch holen. Ready for the next battle. Den
ich mich nicht irre, habe ich gelesen, dass man gegen June wirklich ihre Strings auswendig können muss, um zu wissen, wann du dich ducken musst, weil sonst bist du am Arsch. K.O. Round 2. Fight! Tekken 2 war mein Kampf gegen Paul. Ich glaube, das war lag aber daran, dass ich June selber gespielt habe. Mein Lieblingsfahrer, Java, immer hey, hat stimmt. Dieser arrogante Bastard ist einfach der coolste. Oh, nice. Also ich habe mich jetzt aufgeduckt, ist mir mitgefallen. Was ich bei Asuka gelesen habe, ist, dass sie echt so als Teammate gut zum Redlife killen ist. Und ja, ich habe ein paar Sachen gesehen, das hat schon stark angedeutet. Heftig, heftig, ey. Get ready for the next battle. まいります。 Round 1. Fight! Thank you.
Le Jun gegen Jun. Uiuiui. Round 2. Fight! Wieder schöne Low Parry Combo. Er macht tatsächlich. Den OG Tactics kommt er hier an. Sehr geduldig wäre, solange Shaxx Rage hatte. Und somit steht schon 9:3. Ui, Mann. Ist auch nicht gerade schlecht, Mann. Ganz ehrlich, die Jungs sind beide gut. Also finde ich auf jeden Fall. Get ready for the next battle. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber spielt Malekith nicht auch Jun und Jin? Irgendwas sowas spielt er. Da werde ich am Wochenende sehen. Also Malekith hat auf jeden Fall auch Bock hier mitzumachen.
Nur bei ihm ist es tatsächlich immer etwas knapp, weil er viel arbeiten muss, sagt er. Nee, wir werden noch mehr Sachen als Tekken Tag 2 spielen. Also normalerweise soll es ja auch früher losgehen, halt, weil ich etwas spät dran, weil ich noch in der Vorlesung saß. Also normalerweise soll es spätestens 20.15 Uhr losgehen und dann wird auch Zeit sein für andere Spiele. Aber Tekken will ich eigentlich grundsätzlich jede Woche mit reinnehmen. Weil ich finde, dass dieses Spiel hier gerade nicht so sehr supported wird. Und wenn du jetzt Street Fighter guckst oder so, gibt es so viele Streams, so viele FAQs und so viele Videos. Und ich finde gerade bei so einem komplexen Spiel wie Tekken geht sowas ein bisschen, weil es ist ja wirklich sehr, sehr komplex. Was will ich jetzt mit Street Fighter vergleichen, was ich auch lange gespielt habe? Bei Street Fighter gehe ich auf YouTube, gebe irgendwas ein, sofort wegen dem Video. Und bei Tekken, bis ich herausgefunden habe, dass Virtua Fighter ist auch nicht übel. Virtua Fighter ist ein gutes Spiel. Also ich sage nicht, dass es mehr Spaß macht als Tekken, das nicht, aber es ist auch ein sehr komplexes Spiel. Aber ich persönlich würde es nicht als Main Game spielen wollen. Gerade auch wegen der Competition, die es. Du kannst außerhalb von Japan kannst du noch eh kein Virtua Fighter spielen. Aber für mich ist definitiv Tekken bigger Virtua Fighter. Aber wie gesagt, wenn ich allein bei Tekken, bis ich rausgefunden habe, dass mit Kazuya EWGF eigentlich leichter geht als mit Heihachi, das hat mir irgendwann mal, er hat mir gesagt, Funky hat mir gesagt. Ehrlich, die Diskussion, das Spiel besser als das Spiel, das brauchst du doch eh jetzt. Ich meine, gerade du, Benny und ich, wir sind ja beide von der etwas älteren Generation. Das brauchen wir eigentlich lassen, Mann. Also jeder soll das spielen, was er will und das spielen, was er für sich gut findet. Und ich finde im Moment für mich ist Tekken das beste Spiel. Oh.
Eieiei. Und damit holt er es. So, damit war's das. Ich bedanke mich noch bei den Jungs kurz hier. Sie können natürlich hier noch weiterspielen, wenn sie wollen. Ups, jetzt habe ich anstatt einen. So, also nächste Woche, ich gucke, dass ich nächste Woche meinen Bericht vom Redfire District an den Start bringe, werde ich euch auch dann zeigen. Ach so, die haben gar nicht gemerkt, dass sie schon fertig sind. Ich sag ihnen mal, die können gerne weiter zocken. So, wie gesagt, mein Bericht vom Redfire District. Ich gucke, dass ich weiß nicht, ob ich in Englisch kann. Vielleicht ein kleines Interview von ihm, Malekit. Mal gucken, was sonst noch da sein wird. Ich werde auch im Tekken-Turnier mitspielen, auch wenn ich wahrscheinlich so übel aufs Maul bekommen werde. Aber mir ist es scheißegal. Ich gehe dahin, um Competition mal zu haben, mal richtig aufs Maul zu bekommen von genug Leuten. Ansonsten nächste Woche, das ist live, ja. Yay, Pascha. Pascha, wie was geht? Ja, Amsterdam geht's, Redfire District. Ansonsten, was habe ich nächste Woche am Start? Bisher noch nichts. Sagt mir, also, wenn ihr... wenn nun wir gleich nochmal ein First to Three. Wenn ihr auch mitspielen wollt, andere Spiele sehen wollt, schreibt mich an. Auf Facebook Beat 'em Up. Hey, siehst du mich mal wieder, ne? Fascha. Immer auf Tekken-Treff findet ihr meinen Thread. Was sonst noch? Natürlich im Neutrons-Forum findet ihr mich auch. Gibt auch einen Thread dazu. Also ihr könnt mich überall kontaktieren. Sagt mir Bescheid, wenn ihr andere Spiele sehen wollt außer Tekken, wobei Tekken jede Woche gespielt wird. Das sage ich euch gleich im Vorhinein. Wenn ihr irgendwelche... Wir können natürlich auch Interviews machen mit irgendwelchen Leuten über Skype, über TS oder so. Sagt mir Bescheid, Leute. Also ich mache das nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und ihr könnt das ganze Programm mitgestalten, ne? Ansonsten, ich klinge mich mal jetzt aus. Falls die Jungs noch, ja, sie machen gleich die First to Three, könnt ihr euch das noch gerne reinziehen, aber dann ohne meinen Kommentar, weil ich muss jetzt nach 2 Stunden rumsitzen auch mal was trinken, aufs Klo und ja, ihr wisst ja Bescheid, wie das so ist. Deswegen, have fun Jungs und bye bye. Get ready for the next battle.
Round one. Fight! Thank you.
Get ready for the next battle. Only I have the power. Round one. Fight! Round two. Fight! You win!
Get ready for the next battle. ひねり潰してくれるわ。 Round 1. Fight! Get ready for the next battle.
Only I have the power to change fate. ひねり潰してくれるわ。Round 1. Fight! Round 2. Fight! Get ready for the next battle. Round 1. Fight!
Fight! Fight! Thank you.